Hi, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder einschaltet hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute mal meine Dampfgeräte zeigen, die ich so jeden Tag im Einsatz habe. Mal mehr, mal weniger, welche ich mit auf die Arbeit nehme, welche ich in der Arbeitstasche durch die Gegend schleppe und welche auch teilweise im Sommer schön im Auto der Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind. Wie sie sich so verändern in den Jahren, also wie gesagt, 1,5 bis 2 Jahre alt die Geräte, könnt ihr ja sehen, wenn ihr meine Videos guckt, wann ich die vorgestellt habe, dann habe ich die ungefähr mehr oder weniger eine Woche auf 2 neu gekriegt. Da seht ihr dann, wie alt die dann wirklich sind. Dafür müssen wir natürlich auf den Tisch hier unten, hier wo meine Hand ist, gehen. Dafür ändern wir die Szene und wir schauen einfach mal. So, wie ihr seht ihr nichts. Nein, wie ihr seht ihr ein paar Geräte von mir. Das stellen wir mal zur Seite. Das ist das neueste Gerät, was ich habe. Wir fangen an mit dem ältesten Gerät, was ich habe. Das älteste Gerät, was ich habe, ist eine E-Leaf. E-Leaf, wie hieß denn das Ding? Auf jeden Fall schön mit LEDs. Hier seht ihr, ne? Und auch schön Fingerprint und so. Da habe ich, die habe ich jetzt 1,5 Jahre. Und ich muss sagen, der Lack, bis auf ein paar Katschen vom Anschlagen, irgendwie mal einen Schlüssel dran gehauen oder sonst was, ist die eigentlich vom Zustand her super. Echt super. Keine großartigen Abnutzspuren, außer eben da, wo man regelmäßig drauf geht, das ist halt hier oben der 510er. Da hat es ein paar Abnutzspuren. Wenn die Kamera jetzt mal scharf schaltet, da seht ihr, da sind ständig Verdampfer drauf gedreht worden. Und da sind die, ist die halt abgenutzt. Sie leuchtet immer noch schön, wie ihr sehen könnt, und funktioniert mit 2 Akkus. Bin ich absolut glücklich mit dem Ding. Das ist so mein. Wenn ich mal wo ein bisschen rausgehe, ist ja jetzt ein bisschen schwierig bei dem Corona-Kram, aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen einfach mal durch die Gegend wandere, mit dem Hund rausgehe oder sonst was, nehme ich das Ding mit. So, meine alltäglichen genutzten Geräte, kennt ihr auch, ne? Vaporesso Gen in Silber. Ihr seht schon, hier seht ihr das ganz deutlich. Wir drehen es mal aus dem Licht raus. Hier seht ihr das, ne? Da löst sich der komplette Klarlack. Der Klarlack wird gelb und löst sich. Hier sieht man das dann ganz extrem. Moment. Wie kriege ich das am besten eingefangen? Ja, das ist. Die ist nicht mehr silber, die ist schon gelb. Also wenn man drauf guckt. Hier, da vielleicht so. Ne? Hier oben ist sie noch silber. Da ist der Klarlack schon ab. Und hier ist sie dann schon noch gelb. Da ist der Klarlack noch drauf. Den könnte man jetzt so runterpulen. Aber ist nicht Sinn der Sache. System ist aus. Die hat viel in der Sonne gelegen. Die habe ich viel im Auto genutzt. Und ist halt ärgerlich, ne? Weil durch den Klarlack, und dann kriegt sie natürlich, wenn der Klarlack ab ist, kriegt sie auch Kratzer. Ist natürlich nicht so schön. Ihr seht das da, ne? Da sind Kratzer. Aber ist halt ein Gebrauchsgegenstand. So, das war die Box. Jetzt die Box, die ich von Vaporesso damals zur Verfügung gestellt habe, die Lux zur Verfügung gestellt gekriegt habe, die Lux 2 mit Touchscreen, relativ stark fragmentiert, viel benutzt, viel in der Jackentasche, viel mit Schlüsseln. Man sieht eigentlich wenig Abnutzspuren. Hier, das Display ist halt ein bisschen verkratzt, ne? Das ist halt so, das bleibt halt nicht aus. Auch hier Abnutzspuren relativ wenig. Jetzt kommt's. Ich habe relativ aggressiven Handschweiß. Ne? Taster, ihr seht, verfärbt sich, löst sich ab. Könnte man jetzt so runterpulen, dann wird der grau. Nicht so schön. Ist mal runtergefallen, die ganze Geschichte. Sieht man hier. Hier geht die Beklebung ab. Das ist also nur draufgeklebt und drunter ist das carbonfarben.
Die ist mal runtergefallen. Hier sind auch schon mal die Magnete rausgefallen. Die habe ich dann wieder geklebt. Mit Sekundenkleber einfach eingeklebt. Funktioniert also immer noch wunderbar. Bin mit den Vaporesso-Geräten sehr zufrieden. Einziges Gerät, was von Vaporesso jetzt so langsam mal zeitliche gesegnet hat, ist mein Switcher. Der hat wahrscheinlich den Liquid-Tod erlitten. Irgendwann roch es hier unten im Keller mal ganz böse nach Elektronik und ich wusste nicht, wonach es, wo es herkommt. Hab gesucht, gemacht, getan und hab dann gefunden, Switcher, Elektronik, irgendwas, ein Elko oder was weiß ich, ein Widerstand hochgegangen. Der war auf jeden Fall innen total verschmort. Die Batterien waren auch nicht mehr rauszubekommen aus dem Ding, also habe ich das Ding komplett entsorgt. Schade um das Gerät, war ein schönes Gerät, habe ich auch viel genutzt. War ein Metallchassis, konnte auch gut mal runterfallen, war kein Problem. Hier seht ihr wieder das Problem. Handschweiß, ne? Der Feuerknopf ist nicht mehr silber, der ist schon grau angelaufen. Und wenn man da jetzt ein bisschen drüber kratzt, wird der auch kupferfarben. Die funktioniert auch noch. Das ist meine Maxo, mein Lieblingsstück im Endeffekt, weil ich viel genutzt habe. Da habe ich auch noch zwei nagelneue von im Schrank stehen, weil das Ding ist für zu Hause einfach nur geil. Da macht man 4 Akkus rein, da kommt man definitiv über den Tag mit. Wenn man mal so einen ganzen Tag zu Hause auf der Couch verbringt, hier kommt dann oben der Aromameiser oben drauf. So, ne? So habt ihr dann... Sieht man jetzt nicht. Die kriege ich doch so. Da kommt dann der Aromameiser oben drauf mit 10 Milliliter. Man kann auch 20 Milliliter drauf machen. Da brauchen wir gar nicht auffüllen. Super schön. Macht schon Spaß, das Gerät. So, mein kleinstes Gerät, was ich momentan im Gebrauch habe, ist die Vaporesso Force. Sieht natürlich auch noch sehr, sehr gut aus. Ist mein mehr oder weniger MTL-Gerät, ist nur ein Akku verbaut. Was sagt sie? USB-Input. 25 Watt. Ist der Nautilus GT oben drauf. Dampft, schmeckt. Schön an dem Gerät ist einfach, man hat ein Feuertaster, alles schön in Metall gehalten. Vorteil von dem Gerät ist auch USB-C. Ist innerhalb von 15 Minuten vollgeladen mit dem Handy-Ladegerät oder mit dem normalen Ladegerät. Lädt 2 Ampere. Ist sehr gut verarbeitet, ist ein Axon-Chip drin. Ich bin zufrieden mit dem Ding. Auch wasserdicht, also IP65. Angeblich habe ich nicht ausprobiert. Ich bin da nicht baden gegangen. So, dann mein Gerät, was ich mir auf der Messe in Düsseldorf gekauft habe damals. Fand ich super schön. Sah gut aus. Die Tesla 6 XT mit 21700 Akkus. Schönes Gerät, glänzt schön, macht schön Fingerprints. Nur wenn man sie mit dem Schlüssel in der Tasche hat, kommen so Kratzer zustande. Schade, egal, ist ein Gebrauchsgegenstand, will man sich nicht drüber beschweren. Nachteil ist bei dem Gerät, man lässt es einfach nur so stehen, ja, und nutzt es nicht und nach 2 Tagen sind die Akkus leer. Dafür hat man hier aber einen Schalter off, dann passiert nichts, dann geht aber auch nichts mehr. Dann macht man den Schalter wieder auf on, dann meldet sie sich mit Tesla 6 und sagt dann New Old Call. Wir nehmen hier mal Old Call und Dampft funktioniert wunderbar. Schönes Gerät, auch mittlerweile schwer zu finden. Ja, ne,
ihr fragt mich immer, was dampft so. Muss ich noch mehr hier hinstellen? Ihr seht, absolut Aromameiser Plus. Den neuen habe ich nicht, weil ich 4 von den alten habe. Und die nutze ich eigentlich regelmäßig, weil die kann ich selber wickeln. Da habe ich meine Ruhe mit. Und da bin ich vollkommen zufrieden mit. Weil ich an Liquiddampf ja immer noch süß, ne? Immer noch süßes Zeug. Nix mit. Kälte eigentlich. Eigentlich. Nix mit Kälte. Aber ich habe mittlerweile auch schon ein Liquid hier, wo ich sag, das schmeckt mir auch gut. Aber das wird sich ja alles irgendwie ändern jetzt, wenn die Steuer kommt. Gucken, ob da noch was rauskommt hier. Wenn die Steuer kommt, dann müssen wir mal gucken, wie es denn so weitergeht. Ich habe mich erstmal eingedeckt. Hinter mir seht ihr, da seht ihr so ein Kanisterchen stehen. Darunter stehen noch 3 5 Liter Kanister. Alles Liquid bzw. Base, die ich mir jetzt erstmal schon mal geordert habe. Bevor das losgeht hier mit 200 Euro pro Liter. Ja. Ansonsten schwenken wir mal wieder um. Da seht ihr besser, ne? Da den Kanister. Ja, ansonsten seht ihr hier noch mein USB-Bad, wo die relativ oft drin verschwinden. So einmal in der Woche, Sonntag, setze ich mich dann hin, wickel die neu, wenn sie mal wieder dran sind, beziehungsweise mache neue Watte rein. Jo. Viel mehr kann ich euch nicht sagen, weil ich habe mir nichts Neues mehr gekauft. Und es kommt ja auch nichts mehr großartig auf den Markt, was man im Endeffekt vorstellen sollte. Weil diese ganzen Pod-Systeme oder Einweggeräte, die es jetzt momentan gibt, wo sie alle drauf anspielen, bin ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht vorstellen. Bin ich einfach kein Typ für. Ich bin immer noch Selbstwickler, beziehungsweise Nautilus ist ja kein Selbstwickler, aber im überwiegenden Fall nutze ich immer noch meine selbstgewickelten Sachen. Und hinter mir die Vitrine ist jetzt nicht beleuchtet, da er steht aber immer noch jede Menge Kram drin. Und ich werde mal so nach und nach mal ein Fazit ziehen, was ich noch habe, weil ich auch abgeben könnte. Weil ich habe auch noch viele neuwertige Sachen oder neue Sachen neu eingepackt, die ich nie ausgepackt habe, wo ich 2 Stück von gekauft habe, wo ich gedacht habe, oh, das würdet. Wart dann nicht, habe ich gedacht, kaufst du für deine Frau mit. Wart dann auch nicht so, kaufst du für einen Kumpel mit, der wollte das dann nicht. Und es sammelt sich halt viel an in der Zeit. Und ich will mittlerweile, also ich sag mir mittlerweile, ich werde reduzieren. Und da könnte man dann mal an mich rantreten, wenn man wirklich was sucht als Anfänger, kann ich noch gewisse Sachen günstig abgeben, wenn ihr wirklich Interesse habt, einfach mal anschreiben. E-Mail sollte irgendwo hier hinterlegt sein bei YouTube. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es gefällt euch, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr noch kein Abo habt oder erzählt es euren Freunden, sagt, da ist einer, so ein total Bekloppter, der macht da Videos übers Dampfen und der hat auch schon einige Videos übers Dampfen gemacht. Ihr könnt ja gerne mal verfolgen, wenn ihr jetzt gerade zufällig zum ersten Mal da seid, könnt ihr ja mal gucken, was noch so alles hier auf dem Kanal passiert ist in der Zeit. Es sind ja mittlerweile über 2 Jahre und da hat sich so einiges angesammelt. Gewisse Geräte wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, beziehungsweise nur noch selten geben, weil die einfach überholt sind, beziehungsweise der Markt hat ja auch nicht geschlafen, die haben ja immer wieder neue Geräte auf den Markt geschmissen. Und jetzt wird es halt ein bisschen ruhiger. Und wenn die Steuer kommt,
Haben ist besser als brauchen. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Euer Dampfniemals. Ciao, ciao.